Damit, meine Damen und Herren, ist es wieder Zeit, uns in den Aufnahmestudios nach den ersten Zuschauerreaktionen zu erkundigen. Zuvor aber noch ein kurzer Hinweis für die deutschen Zuschauer. Sie können am Schluss unserer Sendung, also nach dem Nachspann, eine wichtige Fahndung noch einmal wiederholt sehen, die Sie wahrscheinlich nicht sehen konnten, weil hier währenddessen im ZDF das Tennisspiel ausgestrahlt worden ist. Also jetzt zunächst nach Wien. Bitte, Peter Niedetzky. Ja, es kamen eine ganze Reihe von Anrufen bei uns herein, speziell natürlich zu unserem Fall. Speziell zu dem Mann, dem es gelungen ist, seinem Opfer Blei statt Gold anzudrehen, dem 67-jährigen Karl Mitter. Und der wurde möglicherweise heute unweit von Wien gesehen. Und zwar mit einem relativ stichhaltigen Hinweis kam dieser Anruf. Die Gendarmerie ist derzeit bei Erhebungen. Mehr wollen wir darüber im Augenblick nicht sagen. Sollte etwas bis zur Spätsendung hereinkommen, dann vielleicht in der zweiten Sendung. Es gab noch einige Hinweise zu anderen Fällen, aber dieser war zweifellos der wichtigste heute. Vielen Dank, Peter Niedetzky.